Hallihallo und Mahlzeit. Willkommen zurück bei The Medium. Da haben wir letztes Mal schon angefangen. Und zwar haben wir Jack. Jack haben wir beerdigt bzw. vorbereitet für die Beerdigung. Und haben dann einen Anruf bekommen, dass wir nach Niva kommen sollen. Das war irgendwie so ein Familienresort. Da haben wir uns jetzt schon bis rein gekämpft sozusagen. Was heißt gekämpft? Aber wir haben uns da geforstet sozusagen, um da reinzukommen, haben wir auch mit dem Schraubenzieher die Tür geöffnet und da waren wir jetzt stehen geblieben letzte Woche. Also wir haben erstmal nur die erste Stunde reingezockt am Release Day. Und da schauen wir jetzt mal, dass es weitergeht. Ich muss noch schnell ein Update installieren. Sonst wären wir jetzt schon im Spiel drin. Schau mal, dass ich reinkommen, bieter Bums. So. Na, komm. So, da sind wir nämlich in Niva. Mal, können wir sie mal umdrehen? Nice. Machen wir direkt mal an. Bump. So. Warte mal, wo konnte man rennen? Aha, hier konnte man rennen. Jedes Spiel eine andere Steuerung. So, vor allem wie sie läuft, finde ich echt lustig. So hat mir nämlich hier oben die Tür geknackt. What the heck? Warum? Ja, jetzt klingelt das Telefon, was geht? I'm here. No, it's definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. I'm here. No, okay. Definitely. Trust me. Yes. Even the objects here had auras. Doch, wir müssen das vielleicht nochmal machen mit der Tür öffnen, oder? Sense their stories. Words, images, feelings left behind. Die Tür hat sich nämlich schon aufgesperrt. Maybe I could. Aber ich weiß, wo der Schraubenzieher war. Huh? Deswegen holen wir die einfach schnell und machen dann direkt weiter. Wir haben ja schon letztes Mal die Trophy für 25 und für 50 Items bekommen. Von daher haben wir da, glaube ich, einen kleinen Boost. Hier waren noch Kinder. Fußabdrücke. Irgendwo hier war doch der Schraubenzieher gewesen. Ihr habt auf jeden Fall nichts verpasst. Am Anfang war jetzt noch nicht so viel gewesen. Man kann halt in diese spirituelle Sicht wechseln, wo man was ist das? Keine Ahnung, das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gesehen. Ist das ein neuer Bug oder was? Update, da wird noch ein Bug reingepatcht oder was? Wo war denn hier der Schraubenzieher? Hab ich schon vergessen. Und ich werde auf jeden Fall nachts keine Spiele mehr spielen. Check da immer zu wenig. Und nachher habe ich immer Probleme, den Faden wieder zu finden. Und außerdem hat hier keiner zugelegt.
kommunizieren. Ich hasse es halt auch, wenn Spiele nicht einfach die ganze Zeit speichern. Mittlerweile ist man das so gewöhnt bei den meisten Spielen, dass die halt einfach dauerhaft speichern. Dass wenn man dann wieder reinkommt, man wieder irgendwie so ein halbes Level nochmal machen muss, ist halt echt nervig. Da war irgendwie was zum Lesen, genau. Out Horizons, lesen. Alles klar, weltweite Ausrottung der Pocken. Wo war nochmal der Schraubenzieher? Hey, Oldtimer. Ah, genau, der war hier im Auto drin, glaube ich. What's a fine machine like you doing in a place like this? Doubling as a spare bedroom, apparently. Meine Liebe, der Sommer ist in vollem Gange. Das Ressort ist zum Bersten gefüllt. Und du weißt, was das bedeutet. Mehr Arbeit für meine Wenigkeit. Aber es ist gute Arbeit. Ehrliche Arbeit. Mr. Rekowitz sagt, er würde mich gerne behalten. Kannst du das glauben? Ich werde es nicht vermasseln. Nicht dieses Mal. Versprochen. F. Okay. Aber immer noch kein Schraubenzieher, oder ist er das? Hope you don't mind if I, Stimmt, ich glaube, der war hier im Kofferraum. Da ist er doch. Not much here. Although, nice. This could come in handy. Ow, shit! Gut, dann rein jetzt. Wir wollen doch da rein in die Hütte. Wir wollen doch wissen, was da drin los ist. Hier unten gab es nichts mehr. Hier war, glaube ich, noch was. Glaube ich, noch reingucken. Hello? Anybody in there? It's close. Locked. Obviously. There's gotta be another way. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Respekt vor diesem Gebäude, weil es ist halt echt verdammt groß. Es gibt bestimmt tausende Räume da drin. So began the great dumpster heist so, 1999. Jetzt sind wir endlich drin. Willkommen in Niva. Und wo geht's jetzt hier weiter? Ja. Geht's nicht weiter oder was? Der Müllraum hier oder was? Spirituelle Sicht. Aha, da ist was. Aha. Wir müssen wahrscheinlich da oben. Kann man die Vibration vielleicht ausschalten? Das ist ja heftig. Das Ding vibriert ja dauerhaft, ey. Aber kann man nicht ausschalten, glaube ich. Doch, Vibration hier niedrig, Mann. Gibt's da nicht, ey, das Ding. Das ist trotzdem dauerhaft, Mann. Das nervt doch. Aber gleich ganz aus. Was bringt mir das mit der Vibration, wenn es halt einfach dauerhaft vibriert, jetzt mal ehrlich. Das ist ja cool, wenn das mal vibriert, wenn das passiert, aber nicht dauerhaft, ey. So, jetzt können wir nämlich hier hochklettern.
Das sah aber gefährlich aus, ey. Einblick. Aha. What the heck? So it's true. The Neva Massacre. Neva Massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Okay, ist hier noch was? Nee, sonst ist hier nichts. Dann Koffer. Nein. Okay, also hier gab es ein großes Massaker. Hier vorne ist sonst nichts. Sehen wir da noch was? Okay, also mit der Spiritualsicht. Einfach noch sehen, ob da was. Hallo? Anyone? Thomas? You there? The Duckling. Das Entlein. Polnische Legenden. Der Drache von Babel, Seite 4. Warum fallen meine Zähne aus, Seite 7. Zurück zur Schule, Seite 9. Spiele und Kreuzworträtsel, Seite 10. Und noch vieles mehr. Okay. Okay. Also es spielt auf jeden Fall in Polen. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon rausbekommen. Trotzdem ist das Ding hier auf Englisch. Krass. Okay. You are here. Wir sind da. Bei der 4 sind die Aufzüge, die werden wahrscheinlich nicht funktionieren. Hier ist die Rezeption. 2 ist die, geht es zur Lobby. 1 ist der Haupteingang, da sind wir gerade reingeklettert. Bei der 5 ist der Pool, 6 ist die Sauna und 7 ist die Day Room. Boah. Hört sich doch einladend an. Was ist da los? Was für Mystery, Alter. Gucken wir erstmal hier bei der Rezeption, die ist nämlich direkt hier neben. Da was geht. Da vorne das Buch kann man bestimmt lesen. Und gucken, wer hier als letztes übernachtet hat. Ja. Lesen. Hotelregister. Kowalski, Brunon, Smog, Halina, Maurer, Victoria, Celazo, Boris. Okay. Sinners be damned. Sinners? Was heißt Sinners? Sünder, oder? Ist das nicht so? Das Radio. Ist hier noch irgendwas? Da das Bild können wir uns angucken. Vivian. Der Star des Bolschoi-Theaters. Vivian, das Niva-Volksresort. Okay. Auf jeden Fall coole Kulisse. Ist auf jeden Fall auch sehr ungewöhnlich für so ein Spiel. Und da ist eine Taschenlampe, Digga. Als ob sie da rankommt. Wir werden beobachtet. Hallo? Thomas?
Thomas? Für mich erinnert das Spiel ein bisschen an Control. Sowohl von der Charakterin, die sieht ja ein bisschen ähnlich, finde ich. Calm your ass down and answer the bell. Als auch, okay, da brauchen wir wahrscheinlich einen Bolzenschneider, so wie es aussieht. Als auch so von dem Level-Design und so. Kann aber auch einfach sein, dass sie einfach die gleiche Engine benutzen. Und gar nichts miteinander zu tun haben. Was haben wir hier? Schönes. Beförderung. Meine Liebste, ich weiß, dass ich versprochen habe, dich zu besuchen. Aber rate mal, ich wurde befördert. Ja, wirklich. Ich bin der neue Stabschef. Was könnte es jetzt wirklich sein? Ein neuer Anfang, eine Heimat. Für uns meine ich. Du, ich, die Kinder. Ich weiß, es klingt verrückt, aber denk doch mal drüber nach. In ewiger Liebe, F. Okay, sehr nice. Scheint es ja hier ganz gut gegangen zu sein. Was gibt es da noch? Jetzt nichts mehr, oder? Nö. Wir müssen da vorne an die Rezeption wahrscheinlich. Mal schauen wir uns hier ins Bild noch an. Tolle Zeit am See. Nice. I did, didn't I? You look real scared. I'm Sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes. So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne? I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Take your time.
back there. Come on. Hurry back. Wait. I can't go that way. There somehow. Nice. Von der fröhlichen Sorte. Trauer. Okay. Trauer ist also von der fröhlichen Sorte. Wie sind dann die anderen drauf? Was gibt hier? Gibt auch noch was, oder? Da ist noch ein Poster. Reisen mit Stil, Reisen mit Komfort. Nice. Und da liegt noch was. Frühling. Nachrichten, Informationen und praktische Ratschläge für die moderne Frau. Die Quellen der Vorväter. Ein literarischer Bestseller von Joanna Chmielewska. Sorry. Leserfragen, Expertenantworten. 10 Nähtechniken für moderne, für modische Röcke. Okay. Okay. Sorry, wenn ich den Namen nicht so gut ausspreche. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit polnischen oder russischen Namen. So, aber jetzt wohin? Wir müssen da hoch, okay, aber wie kommen wir da hoch? Hier haben wir schon geguckt, hier haben wir schon geguckt. So, weiter kommt sie nicht, klar. Ja, ah, wahrscheinlich über einen Aufzug. Hey. Leute, funktioniert oder was? Might as well see if it works. Das heißt, der sie hatte gesagt, wir fahren einfach mal in den ersten Stock. Ich bin immer so dabei, ich tue sowas immer systematisch bearbeiten. Wenn man da. Okay, Marianne, just take a deep breath. Ich finde, wenn man da zu schnell irgendwo. Let go. Bis dann. Ah, okay, da brauchen wir wieder Dings. Aha, alles klar, da brauchen wir wieder Strom. Ne, wenn man da zu schnell zwischen irgendwelchen Gebieten switcht, dann hat man nachher viel Probleme, den Faden wieder zu finden. Und da vorher dran war. Ah, da unten. An out-of-body-experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Genau, da müssen wir unsere Power aufladen. Genau, so war das. Mit A tut man in der Geisterwelt interagieren. Okay. Get your ghostly ass back and power up that element. Mit X in der normalen. Nee, aber sie ist noch aufgeladen, oder? Aha. Ah, nice. Also man muss eigentlich nur das, diese Power holen. Dann kann man schon direkt sich zurückporten. Lesen. Die Werke des international angesehenen Künstlers Richard Tarkowski. Zum ersten Mal im Niva Resort. 14. Juni bis 30. Juli 1982. Digga. Das sieht aber cool aus. Gibt es denn das Künstler wirklich? Weiß das jemand? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr den kennen solltet. Ich bin
bin da leider nicht so künstlerisch bewandert. Okay. Geht nichts mehr, aber wir können ja bestimmt noch. Jedes. Aha, okay, was gibt's hier? Exercise Room, Aufgabenraum, ne? Der ist da hinten. Der ist gleich hier um die Ecke. Meeting Room. Und das sind wieder die Aufzüge. Okay, aber vielleicht können wir jetzt im Aufzug noch weiter hochfahren. Oder warte mal. Hier ging es ja nicht weiter, oder? Weil ich da gerade sehe, dass da eine Tür ist, aber hier kommen wir nicht durch. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal in den zweiten Stock. Ich muss sagen, dafür, dass das Gebäude von außen so riesig aussah, sieht es hier drin eigentlich überschaubar aus, wobei ich nicht weiß, ob das schon der gesamte Teil ist. You are here, was haben wir da? Manager's Office, da müssen wir bestimmt irgendwann hin. Und mir Meeting Room, okay. Was geht hier noch? Aha, da sind Schritte. Schauen wir uns später mal an. Schauen wir erstmal hier, was noch so geht. Mehr geht hier, glaube ich, gar nicht. Dann schauen wir mal hier hinten. Huh. What is this? Ich finde es krass, wie das rechts dieser krasse Kontrast ist, ne? Okay, hier ist was. Okay, not getting through here. Okay, da brauche ich ein Item. Sieht echt nice aus. Ah, Geisterschild, cool. Sehr nützlich. I didn't even know I could do that. Außerkörperliches Ereignis, aha. Kann man so durch. Schauen wir mal, was hier drin geht. Da gibt's was. Aha, da ist der Schlüssel. Alles klar. Noch was? Sadness? Sadness fest, ja, okay. Dann gehen wir nochmal schnell zurück. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier die Tür öffnen können. Doch, es geht. Nice. Cool. Hier, da ist was. Und rüber in den anderen Raum. Und da geht's runter. Okay. Sonst gibt's hier nichts oder was? Davon haben wir jetzt den Schlüssel gebraucht. Um hier nicht zu gucken. Ne, was machen wir jetzt noch was? Aha, okay, cool. Telefon. Das kann ich noch finden. Da. Yes. I'm working on it. Yes, I know. I just. Yes. I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Oh, that voice. I don't know why, but it gives me shivers. Hier noch was? Ja, da können wir jetzt runterklettern. Looks like the only way. Great. Komm, wir klettern einfach runter, egal.
This room, it feels cold. Memories of grief, loneliness. Ich habe nichts. Okay, was soll man denn machen mit uns? The spark's too weak to absorb. It's too schwach. It's like it's missing something. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Ah, sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Okay. An old prescription. I know these drugs. Name Ursula Anna. All too well. Rostkowski, okay. Alter 41, Gewicht 53 Kilo, Geburtsdatum 24.05.1930. Das heißt, 82 war die schon 52 alt. Nee, 41, hä? Warum ist die jetzt von 71? Wir haben doch vorhin gesehen, da war doch. Dieses Bild von dem Künstler war von 82. Bei Ursula Rostowski wurde Depression, Hysterie, Schlaflosigkeit und Unterernährung diagnostiziert. Behandlung mit Elektroschocks. Sechsmal auf, what the fuck? Ich denke, es ist hier ein gottverdammtes Family Resort, keine Irrenanstalt. What the hell? Ich nehme mich ja schon wieder an The Town of Light ein. Das habe ich auch letztes Jahr durchgezockt. Hier im Stream. Das war auch sehr cool. I'm gonna need more energy. Wenn man schauen auf YouTube, habe ich da zwei Parts draus gemacht. Das fand ich auch sehr geil, das Spiel. Es war von der Atmosphäre her auch ähnlich. Okay, gehen wir hier durch. Jo. Na, wieso macht ihr dieses Schild nicht? Ich drück doch die ganze Zeit. Macht ihr das Schild, Alter? Wieso macht sie das denn? Ja, ich hab RB gedrückt. Aber wahrscheinlich hat sie keine Power mehr gehabt. Und da war das Problem gewesen, der Funken ist zu schwach, um ihn zu absorbieren, hat sie gesagt. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Ich will das da nochmal machen, oder? Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Genau. Ah, sunflower. Okay, das haben wir schon gemacht. Alles klar. Geht es vielleicht jetzt mit dem Funke? Nee. Nuh-uh. Okay. Jetzt haben wir das hier mal noch gelesen, schnell. Brauchen wir das dann später? Prescription. I know these old. Alles klar. So, wir können natürlich, aber wir können ja in die andere Richtung gehen. Also hier war das mit diesen Motten, da kommen wir nicht durch. Da müssen wir erst aufladen. Da ist was. Trauriges Schwesterlein. Okay. Trifft Trauer im zweiten Stock. Okay. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Gehen wir wieder rein, also können wir wieder hochklettern, würde ich sagen, wenn das geht. Ich hoffe sehr, dass das geht. Es geht nicht.
Ernst, oder was? Wie sollen wir jetzt hier weiterkommen? Aha, hier geht's auch noch raus. Vielleicht können wir hier draußen wieder hochklettern. Oder weiterkommen. Shit. This is falling apart. Looks like I'm in for another dive. So, hier durch. Okay. Ja, mach doch ein bisschen schneller, Alter. Okay, das war der erste Jumpscare im Spiel. Was haben wir da? Rasierer gefunden. Guilt? Nice. Shame. Regret. Müssen wir wahrscheinlich irgendwie die Tür da öffnen, oder? Ist das hier gewesen? Nee. Nee. Oh, sie löst sich auf. Komm, mach da auf. Geht nicht. Komm zurück. Ist das Skin? Das ist Haut, Alter. Ja. Aha, jetzt ein Rasiermesser, ne? Na, lecker. Warum? Warum? Warum muss es so sein? Einfach nur dauert es so lang. Alter. Was ist für eklig hier? Ja, das ist disturbingly satisfying. Warte mal, da draußen stand noch was an der Wand. Ja, aber es hat nichts zu sagen. Was steht da? Come at me Ursula, okay. Da gab es hier noch so eine Erinnerung. Wo war das hier, ja. Sonnenblume. The light of a memory strong enough to defy this place. Okay. Mal kombinieren im Rasierer. Nein, das bringt nichts. Hier war noch so, genau, da war es die Erinnerung. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess! Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient? Okay. Das haben wir auch. Na, geht's hier noch weiter? Nein. Die Tür da? Nein. Gehen wir mal hier mit der Mühlwurf nochmal hier rein. Da gibt's gar nichts. Das ist krass. Na, was hat uns das jetzt hier gebracht? Vor allem, wo ist sie eben reingekommen? Sie ist doch eben hier reingekommen. Wieso kann ich da nicht raus jetzt? Check ich nicht.
was? Was hat mir das jetzt gebracht in der Real World? Die ist doch hier hinten reingekommen. Genau. Genau, hier ist er lang getroffen. Trotzdem komme ich da in der Real World nicht durch, obwohl da Licht ist. Muss ich nochmal von draußen gucken, vielleicht sehe ich es ja von da. Achso, da ist gar nichts in der Real World. Aber da geht glaube ich noch was, oder? Nee, da drüben. Ja, schauen wir, vielleicht kann man da drüben noch weiter. Gibt es ja noch was, oder vielleicht gibt es noch so eine Aufladung, dass wir dann durch diesen Mottenschwarm durch können. Ne, geht's nicht weiter. Schauen wir mal hier drüben. Geht's auch nicht weiter. Ja, wie kommen wir denn jetzt wieder hoch? Wir müssen noch wieder hochkommen. Kommt er echt nicht wieder hoch? Das ist aber echt mies. Was mache ich jetzt hier vielleicht nochmal? Und hier vorne, genau, hier vorne war ich glaube ich auch noch nicht. Da ist noch was. Aha, ein Wasserhahn. Ein Waschbecken. Ein Blick. Da. Idiot. Useless old hag. Why would he care any more than the others? It's more than grief. More than despair. This letter crushed her spirit. Die Entschuldigung. Leitendes Licht haben wir gekriegt. Du hast eine Seite aus dem Tagebuch eines Mentors gefunden. Okay. Liebe Ursula, du fragst dich wahrscheinlich, warum ich diesen Brief schreibe, anstatt dich direkt anzusprechen. Der Grund dafür ist schmerzlich einfach, fürchte ich. Ich schreibe das hier, weil ich ein Feigling bin. Weil ich mich nicht dazu durchdringen konnte, dir in die Augen zu blicken und zu sagen, was ich sagen will, was gesagt werden muss. Denn allein der Gedanke, jemandem das Herz zu brechen, der so empfindsam, so zerbrechlich ist, ist mehr als ich ertragen kann. Ursula. Alter, warum scrollt denn das so scheiße? Ursula, meine liebste Ursula. Diese letzten Monate war mein Herz mit Freude gefüllt, zu wissen, dass du für mich da bist, zu fühlen, wie unsere Freundschaft aufblüht. Und doch kann ich es nicht mehr. Doch kann es nicht mehr sein als das. Freundschaft. Nahe, rein, wahrhaftige, aber niemals mehr. Bitte versuche zu verstehen, dass es nie leicht für mich war, jemanden so nahe so ausgesetzt zu sein. Das Leben und meine Kämpfe haben mich verändert, auf eine Art und Weise beschädigt, die du unmöglich begreifen kannst. Du verdienst jemanden, der dich in den Arm nimmt, der die Freuden und Leiden des Lebens mit dir teilt. Ich wünschte, ich könnte diese Person sein, aber ich bin es nicht. Worte können mein Bedauern nicht ausdrücken. Denn tief in meinem Herzen weiß ich, dass dies das Ende unserer Freundschaft bedeutet. Bitte vergib mir in ewiger Freundschaft RT. Tarkovsky oder so hieß der doch, oder? Das ist der doch bestimmt. Wurde vorhin schon mal erwähnt. Ja,
aber sie kann das Schild nicht machen, oder? Ich schaue nochmal in die Steuerung, wie ich das jetzt komplett verchecke. Da, Geisterschild, halte RT für Geisterschild. Aber sie kann es nicht. Und hier ging es nicht weiter. Das nervt schon wieder. Ich hasse das, wenn wir irgendwo nicht weiterkommen. Digga, wieso konnte man runterklettern, wenn man die andere noch nicht besuchen konnte? Bevor man die andere besucht hat. Kann man hier vielleicht wieder runterklettern und dann im Aufzug wieder hochfahren? Na ja, gut, wir haben jetzt das Rasiermesser, okay. Ja, was bringt uns das? Hier geht's auch nicht weiter. Wenn da bei diesem Topf nochmal gucken, da noch was ist, aber da haben wir ja eigentlich die Sonnenblumen mitgenommen. Da ist nichts. Achso, man kann das auch so ranzoomen. Aber bringt nichts. So, hier war noch diese Erinnerung, die bringt uns auch nichts. Und irgendwo hier rumklettern geht auch nicht. Vielleicht über die Mauer klettern. Hey, das ist doch kacke. So kann man nicht einfach wieder da hochklettern. Da ist doch ein Loch. Kletter doch einfach wieder hoch, bitte. Uff. Schwester verflixt. Was soll ich jetzt machen? Kann man da vielleicht einfach durchrennen? Oder rennen tut sie ja auch nicht. Doch. Aber ich kann dieses Schild nicht machen. Oder geht es vielleicht jetzt mit dem Dings? So kann ich nicht einfach immer dieses scheiß Geisterschild machen. Was soll das? Ah, hier müssen wir. Oh, Digga, das ist nicht der fucking Ernst, oder? Das ist nicht der fucking Ernst, Alter. Some objects soak up moments. Das hat sich gespeichert, Mann. Right, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt gecheckt. Wir müssen wahrscheinlich da die Sonnenblume einsetzen und dann können wir da wieder Power gewinnen. Na, mach doch die Kacke. Ah, Sunflower. Ey, kann man das irgendwie einstellen? Speichern, automatisches Speichern? Ey, das ist doch nicht den hier fucking Ernst, oder? Jetzt muss ich das nochmal machen alles. Ey, ich hasse sowas, Mann. Speicher doch ab. Wir haben so, weißt, wir kriegen noch sogar Trophys dafür, Mann. Ich hasse sowas. Aber ich denke halt immer so, wenn im Moment, wo ich die Trophy kriege für irgendwas, habe ich das halt auch einfach dauerhaft geschafft. So. Shit. Ich soll das nochmal machen. Ich schwör's dir. Looks like I'm in for another dive. Dann Zeitlupe vorbeikriechen. Jetzt kommt nochmal der Jumpscare.
kann man noch nichts machen. Na komm, mach doch. So, muss man hier nochmal das Blut ablassen. Schnappen wir uns das Rasiermesser, alles klar. Dann gehen wir wieder zurück. Schneiden. Schneiden, schneiden. 10 Minuten später. Alter, das ist so krank. Warum zur Hölle? Warum? So, jetzt gehen wir nicht wieder rein. So, jetzt können wir uns nämlich hier die Sonnenblume schnappen. This could be useful. Sehr schön. The light of a memory strong enough to define this place. Die Erinnerung machen. Ich weiß nicht, ob man die unbedingt machen muss, keine Ahnung. Okay. Wir machen sie halt, wenn wir eh schon mal hier sind. So, und dann gab's, glaube ich. Nee, sonst gab's hier, glaube ich, nichts mehr, oder? Gab's hier noch was? Ich glaube nicht. Hier gab es zwar so einen Spiegel, aber keine Ahnung, was wir da machen. Ach so, doch, doch, ah, da war noch was, das haben wir verpennt. Null. You. I know you're there. Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. Du, Alter. You're nothing. Du, Alter, du. There have been times when I thought about ending it all. But I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. Forever. Okay. You. Gut. Machen wir das auf. Ich weiß nicht, ob das uns nachher irgendwas bringt. Keine Ahnung, das ist doch einfach nur so zur Unterhaltung. Dass man irgendwelche Sachen sammeln kann, kein Plan. So. Okay, jetzt war hier nichts mehr. Jetzt konnte man hier vorne im Bad konnte man noch was looten. Da gab es noch so Tabletten und das, genau, diese Seite des Mentors. Die war auf jeden Fall wichtig. Genau, die wird nämlich da auch eingereiht. Ich glaube, die braucht man auf jeden Fall. Das haben wir gerade eben schon gelesen. Hier haben wir noch Tabletten, Einblick. Verpoh. Genau, das haben wir vorhin auch schon gemacht, alles klar. Wollen wir jetzt manuell speichern? Nein, kann man auch nicht. Das ist halt einfach mies. So. Und jetzt können wir das nämlich hier absorbieren. Alles klar, die Sonnenblume hat gefehlt, ist klar. Ist jetzt genug? Ja, mehr geht nicht. Okay, jetzt können wir nämlich hier durch die Motten. Na, genau. So, wieder, ey. So. Medium Rare. Okay. Hast die Motten in dem Geisterschild verbannt. Alles klar. So, jetzt bin ich hier im Treppenhaus. Ich weiß gar nicht, vielleicht hätten wir auch von Anfang an schon hier runter gemusst. Vielleicht wären wir ja oben gar nicht weitergekommen. Keine Ahnung. Ich bin halt davon ausgegangen, dass man wieder hochklettern kann. Normalerweise in so Spielen, wenn man irgendwo runterklettern kann, kann man auch wieder hochklettern. Logischerweise.
So, wir können jetzt die Tür öffnen. Sehr gut. Gibt hier noch was? Gehen wir es zu. Ja, okay, da sind die Schritte. Also, ich glaube, wir haben da nichts verpasst. Wir können ja nochmal zurücklaufen hier. Schauen, ob es da noch irgendwo was gegeben hätte. Das ist wieder der Raum, wo wir Dings. Ja, das ist wieder der Raum, wo wir den Schlüssel vorhin gefunden haben. Okay, warum hätten wir davor noch nicht weitergekonnt? Das verstehe ich nicht. Oder? Wir hätten auch einfach nur hier durchlaufen müssen können. War das jetzt nur für diese Seite des Mentors, oder was? Da diese paar. Aha, also wir wären hier nämlich nicht weitergekommen, weil wir das Rasiermesser nicht gehabt hätten. Digga, übertreib doch. Mach doch noch langsamer. Mach doch noch langsamer. Macht ja so viel Spaß, Alter. Hier, ich drück schon volle Pulle nach unten, ne? Also es geht nicht schneller. Und wenn, sobald ich ein bisschen wegdrehe, geht es sogar noch langsamer. Schneller geht's nicht. So, jetzt. Lauf. Rein, oder? Doch, da geht's rein. Alles klar. Was geht hier? Zeitung. Ein Stück Geschichte. Der Himmel steht in Flammen. Explosionen hallen in der Wildnis wieder. Funken regnen auf die Ruinen von Fort Pulaski. Einer einst undurchdringlichen Festung, die während der Offensive gegen Hitlers Streitkräfte 1945 Schauplatz einiger der heftigsten Auseinandersetzungen war. Diesmal waren es jedoch nicht die Bomben oder Mörserfeuer, die den Nachthimmel erhellten, sondern ein spektakuläres Feuerwerk, anlässlich der großen Eröffnung des Niva Volksresort. An der Veranstaltung nahm auch die Leitung der Partei teil, darunter der erste Sekretär, der bei der Gala Folgendes zu sagen hatte: Möge dieser Ort des siegreichen Kampfes gegen die Mächte des Bösen zu einem Ort der Erholung für das arbeitende Volk der Republik in Zeiten des Friedens und des Wohlstands weichen. Das historische Wahrzeichen, das im Januar 1945 von der heldenhaften Roten Armee befreit wurde, wird derzeit renoviert und demnächst für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Niva Volksresort wird Ende Juni seine ersten Gäste begrüßen. Okay, krass. Also das Ding hier steht schon seit dem Zweiten Weltkrieg, ja? Manager. Manager, hm? Marianne! Oh, Sadness, we gotta stop meeting like this. I told you to follow me! Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovich. All right. Listen, hun. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here. Very recently. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Hey, that's not very nice.
Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Sadness? Hmm. Okay, dann ab in Thomas' Büro. Aber hier ist der Durchgang zugegangen, oder? Aha, die Tür ist zugegangen. Krass. Ah, hier gibt's noch was zu finden. Zwei Sachen. Nice. Eine gefährliche Methode. Du hast die Notiz eines besorgten Mannes gefunden. Es ist beinahe fertig. Das Hauptgebäude ist besser gelungen als erwartet. Jetzt geht es nur noch darum, die wenigen sichtbaren Teile des Ressorts fertigzustellen. Verdammt, dieser Ort ist einfach perfekt. Abgelegen, friedlich, weit ab von neugierigen Augen. Vor aller Augen versteckt. Es hat etwas Überzeugungsarbeit benötigt, damit wir bleiben durften. Zum Glück kann ich recht überzeugend sein, wenn es drauf ankommt. Oh ja, ich glaube, mir ist endlich etwas eingefallen. Ich werde es Niva nennen. Okay, und was haben wir hier noch? Old invoices. Outdated documents? Wonder why someone put them out here. Hm, damit kann ich nichts machen. So, Rekovic heißt der. Oh, da ist noch was. Alter Mann. Okay. Da muss ich mal auf beiden Bildschirmen gucken. Manchmal ist was in der spirituellen Welt und manchmal ist was in der Real World. Aber meistens. It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Abgesperrt. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel für die Uhr. Was geht hier hinten an der? Da ist ein Bild. Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. Okay, sonst ist da nichts, ne? Aha, und hier ist der Schreibtisch vom Manager. Was zur Hölle? Was haben wir hier? Still works. Fotoapparat. Someone's been using it. Oder? Nein, Taschenlampe, lol. Bin ja auch blöd. Und da ist der Schlüssel für die Uhr. Small to fit a door. Sieht aber schick aus. So, was geht hier noch? Da ist Telefon. My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. To call me. Da ist noch was. Burn marks? Broken glass? Salz. Is that salt? Was haben wir hier noch? Someone jotted this down recently. Vor kurzem aufgeschrieben. Zu erledigen. 3 Uhr aufstehen. Nicht den Wecker ausschalten. 3.15 Uhr Medikamente. 3.30 Uhr den Waldweg überprüfen. 4 Uhr zum Hotel die alten Zeitungen sortieren. 5 Uhr die Nachforschungen fortsetzen. Fotos entwickeln, wenn Zeit ist. 7 Uhr das Büro überprüfen. Bücher. 9 Uhr nach L sehen. Okay, und zum Teufel ist L. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass hier alles mit Abkürzungen ist. Ich meine, okay, wenn man das mal hier und da mal verwendet, ist es ja okay. Aber das Spiel übertreibt es ein bisschen. Ist ja gefühlt alles. Mit alles. In jedem Ding ist es irgendwo eine Abkürzung. Da ist noch was. Ah. Boah, das scheint noch größer zu sein, oder? Hotel Niva Plan. Oder sind es die einzelnen Etagen, ne? Kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein, dass es noch größer ist, wenn wir hier nur im Abschnitt vom gesamten Gebäude sind. So, auf jeden Fall gucken wir jetzt erstmal in die Uhr rein. There we go.
Nice, jetzt können wir die Zeit. Jetzt können wir die Zeit verändern. Lol. Wieder wahrscheinlich zum Steuern. Oh, ich hasse solche Steuerung und solche Steuerungssachen. Das ist echt nicht gut. There. Imprint. That. Da ist er. As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. No, don't do it. I can't. We must. No, don't do it. I can't. We must. Okay, müssen wir wahrscheinlich noch weiter drehen. Ist noch jemand? Krass, wie der Raum sich auch verändert. Na, come on. Wait. I can feel. Something's wrong. It's coming. It's coming, okay. Wait. I can feel something's wrong. It's coming. Hmm. Überprüfen. Gerade geht er jetzt den Gang auf. Ich werde trotzdem weiterschauen, ob da noch was kommt. Da war noch jemand. Jetzt kriegen wir ja noch irgendeine Erkenntnis. Gotta check the wiring. I hate to get stuck in there. Ach, ich dachte schon, jetzt wäre die Uhr weg. A spirit well. I could absorb some of that energy. Ah, weiter geht's nämlich auch gar nicht. Das heißt, wir müssen erstmal hier die Energie absorbieren. Und dann reden wir nochmal mit ihm. I'm so lost without you. I don't know if I can do this, but enough. Get it together. Müssen wir hier noch mal ein bisschen drehen, dass die Tür da wieder aufgeht. Okay, hier können wir durch. Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side. Okay, was geht jetzt hier? Ach da. Kasten, oder? Ja. Ach genau, hier, so war's. Jetzt ist wieder Strom drauf. Hier noch was. Hier hinter der Theke oder was das ist. Und da dahinter? Nein. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Schauen wir mal.
Diesmal ist es, glaube ich, nicht kaputt gegangen, oder? Nee. Wir müssen einfach zu einer anderen Zeit nochmal da hinten rein. Vielleicht verändert sich da ja auch was. Da haben wir schon geguckt. Ist alles okay? Und zwar schaue ich jetzt mal. Und der erste Zeitpunkt ist, wann da diese Tür offen ist. Vielleicht ist ja da hinten dann auch was anderes. Dass sich hier vorne der Raum bewegt. So, das ist der erste Zeitpunkt, wo man rein kann. If it worked. Nochmal. Ist das jetzt an oder nicht? Ich kann ja gleich nochmal aufladen. Das bringt auch nichts. Oder vielleicht müssen wir hier noch eine Schockwelle machen. Wir haben keine mehr. Okay. Gucken wir jetzt nochmal ganz zum Anfang, dass wir unsere Energie nochmal aufladen können. Natürlich auch sein, dass einfach nur die Tür im Vorraum jetzt wieder offen ist. Glaube, sonst passiert hier nichts. Ist jetzt auch einfach nur hier die Tür wieder offen. Da unten die Übersicht. Ich suche den verborgenen Raum. Das habe ich schon gemacht. Mal schauen, das war das erste Mal, dass hier die Tür aufging, da war noch drin. So. Jetzt da wieder zu. Da ist wieder offen. Okay. Gucken wir jetzt nochmal rein. Ich glaube, dreimal war es offen. Jetzt hier nochmal so eine Schockwelle machen. Was soll denn hier noch sein? Ist doch sonst nichts mehr. Ich hab doch Strom gemacht. Komisch. Ja, das war's. Ne, man kann es nur zweimal aufmachen. Wir waren beides mal drin und haben Strom drauf gemacht. Lesen. 4 Uhr. Nach L sehen. Wäre vielleicht auch noch interessant zu wissen, wer L ist, aber ich glaube, wir können nicht so weit vorspulen bis 9 Uhr. Was macht er da um 9 Uhr?
Wait. I can feel something's wrong. It's coming. Also gut, ich weiß nicht, was man da noch machen soll. Kein Plan, ich habe alles gemacht, was man machen kann. Werde ich mal schauen bis nächstes Mal, was man da vielleicht noch machen muss oder machen kann. Danke dir auf jeden Fall für heute mal fürs Zuschauen. Da machen wir dann nächstes Mal weiter. Bam, so. Hier geht's morgen weiter mit Nick, mit frisch aufgewärmt. Und danach zocken wir noch Warhammer Online. Nick hat natürlich morgen wieder irgendwelche Überraschungen im Gepäck. Und ich bin am Samstag diese Woche wieder am Start. Dann machen wir wieder Retro Day, zocken KOTOR und Alice. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da am Start seid. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Peace.